Nach den schönen Tagen in Thailand ging die Reise nunmehr weiter durch das südchinesische Meer und die Taiwanstraße nach Shanghai. In damaligen China herrschten strenge Film- und Fotoauflagen für Ausländer. So waren Aufnahmen von Flüssen, Küsten und Häfen strengstens verboten. Genehmigte Filme mussten den Behörden zur Entwicklung übergeben werden und so war ich froh, dass ich die folgenden Aufnahmen an den ahnungslosen Behörden vorbei machen und an Bord bringen konnte. Du siehst, sie hat ein Jutien. 大晋红旗更鲜艳，铁人精神传万代，抓纲治国出新篇。 Zu diesem Zeitpunkt lag die Kulturrevolution gerade in ihren letzten Zügen, aber deren schreckliche Auswirkungen auf das gesamte öffentliche Leben konnten selbst wir Seeleute überall unschwer erkennen. Als das Paradies des Ostens bekannt, war gekennzeichnet von überaus ärmlichen, teils chaotischen Verhältnissen. Stadt mit ca. 7 oder mehr Millionen Einwohnern war das Warenangebot äußerst bescheiden, obwohl Städte wie Shanghai bevorzugt versorgt wurden. Luxusartikel wie Fernseher oder Radios gab es für den Normalbürger überhaupt nicht zu kaufen. Die wenigen Fahrzeuge, die man in den Straßen sah, waren entweder uralte Busse, Militärlastwagen oder einige wenige PKWs der Parteibonzen mit gardinenverhängten Fenstern. Das normale Volk bewegte sich entweder zu Fuß oder im besten Falle schon mit dem Fahrrad. Auch alte Fahrradrikschas sah man noch sehr häufig als Verkehrsmittel in den Straßen. Diese alten Männer hier machen am Rande der Straße die in China üblichen Bewegungsübungen. Musik
Hier hängen entlang einer Hauptstraße die nur noch aus Lumpen bestehenden persönlichen Decken der Stadtbewohner zum Lüften oder Trocknen. Ein paar Meter weiter werden provisorisch hergestellte Ziegel ebenfalls zum Trocknen gelagert. Als westlicher Ausländer und dazu noch mit einer Filmkamera erregte ich überall erhebliche Aufmerksamkeit. Teilweise wurde die beengende Neugier der Chinesen sogar ziemlich unheimlich. Aber ich begegnete keiner Aggression oder Unfreundlichkeit. Überall in der Stadt sah man noch die Parolen der Kulturrevolution angeschlagen und das Bild Mao Zedongs war an fast jeder Ecke präsent. Bunt zeugte fast nichts mehr von der einstigen Pracht. Alles war grau in grau. An der dem Wasser des Huangpojiang-Flusses zugewandten Seite des Bundes waren unendliche Reihen von sogenannten revolutionären Wandzeitungen angeschlagen. Deren Texte mussten von jungen Leuten abgeschrieben und zum Teil auswendig gelernt werden. Man nannte das die Mao Zedong-Ideen studieren. Hinter diesen Mauern, die früher das ehemalige britische Konsulat beschützten, waren der Seemannsclub und der sogenannte Friendship Store untergebracht. Hier konnten Ausländer Dinge kaufen, von denen der Normalchinese nicht einmal zu träumen wagte. Vorschlag, die für den geplanten Yule Club bestimmten Pakete in meiner Kammer aufzubewahren, wurde mir hier in humorvoller Weise zum Verhängnis.
Meine Kammer war zugebaut, meine Koje zugestapelt. Hier sind Stuart Frank sowie die Matrosen Prösch, Poltermann, Mettasch und Jöns in Aktion zu sehen. Am Weihnachtsabend wurden dann die Jule-Klapp-Pakete und der tatkräftige Einsatz von Kapitän Beermann verteilt. Erster Offizier Riffer filmt die Szene. Mit viel Spaß und Gelächter klang unser Weihnachtsabend aus.